Willkommen zurück zu Rissen von Piranha Bytes. Beim letzten Mal ist eigentlich alles gelungen, kann man schon so sagen. Der Gülbe, das legendäre Ungeheuer, wurde vernichtet. Der letzte Urker ist erledigt. Eine zweite goldene Kristallschale wurde gefunden. Und noch wesentlich, 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 wesentlich mehr. Und ja. Da war ich auch mit dem guten Hubert, einem NPC, unterwegs. Das war schön. Und jetzt bin ich wieder auf mich alleine gestellt. Und ich weiß gerade nicht, ob ich jetzt direkt mal hier hochgehe, was bestimmt ziemlich schwierig ist, ohne Begleitung, obwohl ich da zu diesem Haus schon gerne würde und hier hinten in die Höhle. Oder ob ich erstmal in die Stadt gehe. Und da meine ich dennoch wirklich gehen, weil teleportieren, denn verpasse ich die Marvin, dem ich auf jeden Fall sagen will, alle Burgherren sind tot und der Patroskan, der dich hier ständig im Schlaf stört, der ist auch hinüber. Und ich glaube, das mache ich tatsächlich zuerst. Erstmal in die Stadt und vielleicht auch gucken, wie ich mich verbessern kann, ob ich mich verbessern kann. Ob ich was Neues bauen kann und so weiter. Das ist ja alles sehr wichtig. Ein edles Schwert habe ich gefunden, das ist sehr schön. Ich hätte viel lieber ein scharfes edles Schwert oder so, also eine Einhandwaffe, die richtig Schaden macht, damit ich dann aber trotzdem ihm noch ein Schild tragen könnte. Ach komm mal. Jetzt sind plötzlich die Sieger die Start oder so. So, von unten, der ist nämlich komischerweise ein bisschen schneller. Jo. Ja, ich gehe jetzt auf jeden Fall hier lang. Hier ist kein Monster mehr drin, zum Glück. Dafür habe ich schon gesorgt. Hat mich zwar auch einiges gekostet, zum Beispiel einmal Levitationszauber dann und sehr viele Bolzen, damit ich hier Gude erschießen kann. Achso, genau, und hier ist ja dieser komische Überweg, den man von unten sehen konnte, wo man aufschweben kann, um dann in eine Truhe zu kommen. Ja, und das werde ich dann auch direkt mal machen, weil ich unbedingt wissen will, was es da drüben so cooles gibt, dass ich unbedingt eine Meditation dafür verschwenden muss. Hoffentlich gibt es wirklich irgendwas. Also Eisenerz ist ja schon mal nett, aber brauche ich eigentlich nicht mehr. Ich habe das beste Zweihandschwert aus Eisen schon gefertigt. Jawohl. Das war doch. Amulett mit Schutz vor Magie, alle Zauber. Eigentlich nicht so cool. Wie Levitationszauber. Das ist ein bisschen schade. Ich hätte schon gehofft, dass hier dann auch wenigstens nochmal ein Zauber mit drinne ist, in der Truhe. Ja, das ist jetzt. An dieses Goldvorkommen kann man nicht kommen. Genauso wie die Kuchen. Immer noch gibt es hier dunkle Stimmen überall und wie ich jetzt hier runterkomme, weiß ich auch nicht so ganz. Ich schätze mal, ich falle einfach mal kurz. Akrobatik, nicht zu viel Schaden. Na gut. Ich zeige keine Meditationszauber mehr. Das gefällt mir nicht ganz. Drüben die Echsenmänner hatte ich schon mal probiert. Die waren so ein bisschen stark für mich. Auch noch 6200 Erfahrung für nächstes Level. Also beim letzten Mal gab es noch ein Level Up nach dem Gürger. Ja, die Echsenmenschen sind schon sehr, sehr hart. Sehr starke Gegner. Diese Donnerhexe auch. Das hatte ich mit dem Umfeld auch ausprobiert. Die kann sich nämlich in ihren Panzer zurückziehen und dann kann ich sie nicht mehr allzu betreffen. Muss ich denn jetzt gehen? Und da lang nicht. Da komme ich nur zur Burgruine. Also hier weiter hoch. Ja, die Echsenmänner lasse ich erstmal hier ein bisschen stehen. Die machen nämlich ordentlich Schaden. Ich habe ziemlich viel Lebensrinne geraten. Ja,
Regeneration verschwendet die letzten Folgen. Muss man ja auch mal sagen. Kann ja nicht immer nur so tun, als ob alles super läuft und man gar nicht getroffen wird. Wäre natürlich schöner, wenn. Aber naja. Dann bin ich vielleicht auch einfach mal nicht gut genug. Mir fällt auf, ich bin hier noch gar nicht rumgelaufen. Sehen, was gibt außen. Da ist noch was hier. Was ist das hier unten? Was gibt's in Ruhe? Ja, ich speichere mal kurz. Flugzauber halt weg und gut ist. Oh, nicht schlimm. Ist das ein Kochrezept? Vielleicht doch. Ist ja sowieso nicht seine Hütte, sondern von einem Jäger, der hier mal war. Was gibt's hier drin? Stahlrohr. Das normale Schwert. Der hätte mir ja gar nicht kaufen müssen, ständig. Ich hätte erwartet, hier gibt es noch irgendwas so. Kram vielleicht sogar. Oh, hier unten ist tatsächlich Grab. Oh. Ruhe in Frieden. Namenlose Schaufel. Okay. Hier ist was vergraben. Tatsächlich. Warum war ich denn da unten noch nicht? So in der Quatsch. Mal sehen. Ein Schatz. Ah. Oh. Mit Kapitän Stafford als Zinnweis. Trank der Geschicklichkeit. Nein, plus 5 Geschick. Oh. Einfach so, ohne dass mich hier irgendjemand anmotzt, wie war hier ein Schatz aus? Cool. Okay. Ha! Ja! Ja! Die zum Glück nicht mehr so schlimm sind wie zu Beginn, wo sie aufgetaucht sind. Da hat mich ja der eine schwarze Wolf direkt gekillt. Jetzt mache ich die halt ziemlich gut platt. Das war nett. Hm. War nicht gerade leicht zu finden, wenn man hier nicht sich umguckt. Ich dachte mir schon, irgendwer muss doch sein. Und der sein Haus. Kann er nicht. Gut, hier schon ziemlich viel Zeug gibt. So, Marvin, alles ist weg. Der untote Burgherr Patroskon ist erledigt. Du hast ihn zerstört? Dem Himmel sei Dank. Dann müsste der Fluch ja gebrochen sein. Wie sieht's denn mit den Vasallenringen aus? Ich hoffe, du hast sie. Was bekomme ich eigentlich von dir, wenn ich dein Problem löse? Alles, was ich habe. Und wie viel ist das? Es wird sich für dich lohnen, versprochen. Das will ich hoffen. Untote sind ganz schön harte Mistkerle. Ich hoffe wirklich, dass du mir helfen kannst, sonst bin ich für immer verloren. Du siehst auch schon ziemlich blass aus. Ich krieg schon seit Tagen keinen Schlaf mehr. Wenn du keinen Erfolg hast, sehe ich bald so aus wie die Untoten. Ja, das wäre nicht gut. Du kannst dich entspannen. Hier sind alle 6 Vasallenringe. Dem Himmel sei Dank. Ich bin erlöst von diesem elenden Fluch. Ich habe diesen Wahnsinn fast nicht mehr ausgehalten. Das werde ich dir niemals vergessen, mein Freund. Wie kann ich das bloß wieder gut machen? Erstmal gibst du mir die Ringe wieder. Was? Ich bin doch nicht verrückt. Jetzt, wo ich sie alle habe, gebe ich sie nicht mehr her. Nein! Ich habe da was Besseres für dich. Gold und einige Spruchrollen, die ich gefunden habe. Jemand wie du kann damit sicher mehr anfangen als ein Bauer wie ich. Ich frag dich jetzt mal nicht, wo du die jetzt wieder her hast. Nein, besser nicht. Wieso behält er denn jetzt über seine die
Minus 10 weiter gegen jede. Was ist das denn für ein Quatsch? Okay, mach's gut. Ich muss jetzt weiter. Viel Glück bei deinen Streifzügen. Ich hoffe, sie werden dich nicht kleinkriegen. Ich geb mir Mühe. Und melde dich mal bei deiner Ma. Mütter stehen auf sowas. Ganz bestimmt. Also auf Wiedersehen. Und vielen Dank nochmal, mein Freund. Arwen, du machst mir gerade ein bisschen Angst. Was hast du mit dem Wasser in den Ring vor? Ja. Blitzsätzchen habe ich bekommen. Was war's noch? Schlüssel öffnen hat mir gegeben auf jeden Fall und Verwandlung in eine Aschenbestie. Okay. Gut. Ich habe zweimal Skelett beschwören jetzt. Die Ringe schon ganz gerne zurück hätte. Einfach nur, weil man keine andere die hat und damit irgendwie Quatsch macht. Die Untoten können ja auch immer noch hinterher sein. Also von daher ist es ein bisschen seltsam, dass er jetzt so komisch tiefenentspannt ist, weil die wieder halt. Aber ist ja nicht mein Problem. Welches war denn das? Die 7 oder die 6? Ich glaube die 6. Arwen habe ich ja schließlich jetzt erledigt als Quest. Das ist ja schon mal ganz gut. Und ja, sehr schön. Mir ist jetzt nicht nach Reden. Ach gut. So, kann ich was. Lieber fehlt mir rohes Fleisch, wenn ich alles an rohes Fleisch die letzten Male der Feuertopf mit den 10 rohes Fleisch, der bringt 200 Lebensenergie. 10 rohes, 10 mal gebratenes Fleisch bringt 150. Ja, wäre schon wesentlich besser. Moment, aber ich speichere erstmal kurz. Hier will ich ein paar Sachen testen. Zum Beispiel, was sagt er denn? Wiesel hat die Pakete. Tja, ich schätze, du willst dir als Bandit einen Namen machen. Dann rate ich dir. Lass dich besser nicht von mir erwischen, sonst bist du dran. Zisch ab! Gut. Schön, dich zu sehen. Okay. Macht er also nichts bei. Ist doch nett. Hier. Hast du so ein Schwert schon mal gesehen? Lass mal sehen, ich kenne dieses Material. Das ist Obsidian. Damit habe ich auch schon mal rumgespielt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass man daraus auch Schwerter machen kann. Bei meinen Versuchen war der Rohling immer zu spröde und ist beim ersten Hieb zersplittert. Moment mal, siehst du das hier? Ich glaube, das sind Spuren von Gold. Vielleicht ist das die Zutat, die dem Schwert die nötige Biegsamkeit verleiht. Ah, so muss man das also machen. Dann kannst du mir also auch Schwerter aus Obsidian schmieden? Mit den richtigen Rohstoffen kann ich dir zumindest Rohlinge machen, die du selber schmieden kannst. Du meinst, du brauchst Obsidian? Und Gold. Ich mache dir einen Vorschlag. Du bringst mir Obsidian und Gold und ich mache dir daraus Schwertrohlinge. Klingt hervorragend. Ich habe Obsidian für dich. Willst du tauschen? Mal sehen. 8 und 10 Gold. War gut, das ist nicht viel. Einhandschwert. Okay. Ich kann mir, glaube ich, sogar beides nehmen. Moment. Für Obsidian habe ich den. Ich würde natürlich beides ausprobieren.
Ja, ich kann natürlich auch statt auf alles hier auf sonstiges gehen, denn sie gibt vielleicht eher, aber das ist vollkommen egal. Das Eisen, davon habe ich 34, Obsidian 22, also kann ich mir auch beides nehmen. Goldschwert 45, aber Goldschwerter gibt es komischerweise nicht. Ich habe Obsidian für dich. Willst du tauschen? Ja, vorbei. Gib mir einen Obsidian-Rohling für ein Einhandschwert. Hier. Gib mir einen Obsidian-Rohling für ein Bastardschwert. Hier. Wie viel Obsidian brauche ich? Schwer zu sagen, aber eines ist klar. Je größer der Rohling, desto mehr Obsidian brauche ich. Für eine einhändige Klinge brauche ich 8 Obsidianbrocken. Ich habe Eisenerz für dich. Gut, was willst du? Gut, davon brauche ich noch wirklich nichts mehr. Was kannst du mir beibringen? Ja, Stärkeleveln wäre natürlich auch interessant, aber ich schmiede jetzt. Ja, komm, erstmal als Schwere. Das sieht gut aus. Besonderes gefunden. Sturmfeld. Warum hat ihn schon geliebt, weiß ich nicht. Aber ja. Machen wir das.
wird schon alles richtig sein. Was er trug, und Schleifen. In der Stimme. Das sieht nice aus. Ja. Gute Arbeit. Das Erfolg stumpf in Bräuchen. Ah, sah ja erstmal so aus wie die Dämonenklinge. Diese. Da. 60 Schaden. Ah. Ja, zum Schade, dass das Ding so schwach ist, aber vielleicht hattet ihr auch, keine Ahnung, irgendwelche geilen Fähigkeiten oder so. Muss ich denn mal ausprobieren, bei Gelegenheit. Vielleicht indem ich auch 10 Werkzeug bräuchte, das ist eigentlich echt mal scheißegal. Goldschmiede, ich hab einiges gefunden. Schutzring der Magie, Schutz vor, interessiert mich nicht. Der Stärke, Schutzring vor Hieb und so weiter, maximale Lebensenergie und Stärke plus, das ist schon nice. Und Goldbrocken, habe ich genug, kleine Rubin. Und der Magie maximales Mana plus 20, nicht schlecht. Und wird des Jägers direkt 2 auf oben, das ist auch nicht. Geschicklichkeitsring 5. Das Stärke-Amulett kann ich auch wieder herstellen, plus 15, aber kann ja nur eins anlegen. Oh, das sind schon ein paar nice Sachen bei. Ich habe ja mal noch den Akrobatik-Ring. Ah, genau. Da fällt mir ein, den Elzen wollte ich seinen Akrobatik-Ring mal wiedergeben. Er bestimmt gebrauchen kann. Das Schwertling, was habe ich angelegt? Und letztens bringen wir weg und ging das auch weiter. Ich kann ja wirklich mal was herstellen und so. Ich habe ja die Materialien vorzuzeugen, die verschimmeln lassen. So, Nelson wird das verfüllen. Ach, was ist das für Nelson? Dazu eine Beschreibung. Die Hafenstadt, Nelsons Ring. Sie müsste der Möchte werden. Da soll er sein. Okay, eine Villa. Okay. So ist er. Ah. Okay, da ist er ja. Ich hab deinen Ring. Hier, ich hab deinen Ring. Es ist gut zu wissen, dass es noch ehrliche Menschen in der Stadt gibt. Weißt du was?
Behalte den Ring. Ach. Ist das dein Ernst? Ja, was soll ich denn damit? Ich bin auch eh den ganzen Tag im Haus. Bist du sicher? Ja, natürlich. Jetzt steck ihn ein. Wie du willst. Na toll. Wir gehen den ja auch gleich gehen können. So, was gibt's hier noch? Okay, Quest von Wolte, aber ich glaube halt noch nicht alle Gnome gefunden bisher. Und Dagels Kiste. Wo ist denn Dagel? Wer ist Dagel? Ah, so. Das ist der Typ hier war beim Fleischer. Ah. Er meinte, nö, ja, alles cool, ich brauch keinen Schatz. Okay. Wegschleichen kann. Du bist wo? Da willst du bestimmt irgendwo. Ach ne, da steht er ja. Ich werde dir besser auf die Finger schauen, solange du hier bist. Solange du hier bist, hältst du deine Finger schön bei dir. Da ist da jetzt drüber, alles klar. Was willst du hier? Was muss man denn halt so nachts machen? Na schön. Dieser Typ hier noch irgendwas über die goldenen Kristallteller. Gut oder auch nicht. So, wo gehe ich denn als nächstes hin? Zwei Kristallsteine habe ich. Achso, jetzt Patty, weil ich habe ja ein bisschen was gefunden. Stimmt, ich habe ja auch noch mehr Punkte im Moment. Dann geht mal zurück und hol mir mal Schwerkampf mehr. Tja! Tja! Da brauche ich irgendwas anderes magisches Schloss, weil ich gerade nicht gut das herbekomme. Aber auch Magie. Siegel wäre ja auch ganz nett. Oh, da steht's. Du kannst Waffen aus der Kategorie Bastardschwert einhändig führen. Okay, es ist sicher. Ich glaube, das sollte der Bastardschwert einhändig oder zweihändig. Das ist auch eine geile Idee. Dann mache ich noch mehr Schaden. Ich glaube, das große Obsidian-Schwert hier war auch gerade zu viel. Bastardschwert nur. Kann ich fertig benutzen. Ja, das hat sie wieder gespielt. Das hat schwer 70 Schaden statt 50. Das macht Sinn. Das klingt gut für mich. Du bist Kampflehrer. Also, unterrichte mich im Kampf. So, Stufe 6. Unterrichte mich im Schwertkampf. Um besser zu kämpfen, solltest du anfangen, schwere Waffen zu führen. Bastardschwerter sind dafür geeignet. Versuche, das größere Gewicht durch mehr Geschwindigkeit deines Waffenarms auszugleichen. Du wirst merken, dass es kaum einen Unterschied zu einem gewöhnlichen Schwert gibt. Und du kannst dich zusätzlich mit einem Schild schützen. Nice. Schwertkampf 7, mal sehen. Du kannst, was wird... Wenn er Angriffe aufladen, um mehr Schaden zu verursachen oder durch die Parade des Gegners zu brechen. Ja, gut. Unterrichte mich im Schwertkampf. Bisher hast du deine Kämpfe vor allem durch deine Geschwindigkeit gewonnen. Richtig. Aber manchmal ist es notwendig, mit aller Kraft einfach anzugreifen.
Dazu brauchst du natürlich ausreichend Abstand zum Gegner. Sonst hast du nicht genug Schwung. Du musst alle Kraft, die du hast, in einem Schlag bündeln und dich mit einem mächtigen Satz auf deinen Gegner stürzen. Wenn du alles richtig machst, hast du eine große Reichweite. Du verursachst sehr viel Schaden und du kannst sogar die Parade deines Gegners zur Seite schlagen. Wenn du dann direkt nachsetzt, hat er keine Chance mehr. Klingt doch alles sehr schön. So, der Vorwahl. Den kann ich jetzt also das hier und das haben. Das ist gut. Jetzt wird die Sache angenommen. Komm, lass mich durch. Ich bin im Auftrag des Inquisitors unterwegs. Sicher. So geht's auch. Schwarz. Ja, einiges Neues gelernt. Irgendjemand wird vermutlich jetzt von den Dualseinringen ziemlich vergiftet, nämlich der Marvin. Bestimmt wird er irgendwann Gegner oder so, irgend so Quatsch. Oder selbst der neue Burg hier. Wer weiß das schon so genau. Egal. Soll er doch. Kann er ja machen. Bis zum nächsten Mal dann. Danke fürs Zuschauen und bis dann.